Alle Menschen sind gleich vor Gott, aber nicht immer im Leben. Als Christen ist es unsere Aufgabe, einander zu helfen. Darum fördert Renovabis soziale und pastorale Projekte für und mit Menschen in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Ein Schulhof. Kinder, die zusammen spielen. Alltag? Nicht in Bosnien und Herzegowina. In einem Land, in dem Anfang der 90er Jahre ein schrecklicher Krieg wütete. Dieser Krieg hat seine Spuren hinterlassen. Äußerlich, aber vor allem in den Herzen der Menschen. Also ich glaube, dass uns in Deutschland das nicht bewusst ist, wie stark dieses Land wirklich geprägt ist von diesen kriegerischen Auseinandersetzungen, wie viele Traumata es gibt, wie viele Kriegsverbrechen natürlich immer noch Thema sind, wie viele Verwundungen in den Herzen vorhanden sind. Der Riss, der durch das Land und die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen geht, ist bis heute geblieben. Daher ist eine gemeinsame Schule für die Kinder aller Gruppen fast undenkbar. Aber es gibt sie. Insgesamt 7 im ganzen Land. Eine davon in Sarajevo, das Schulzentrum St. Josef. Ja, ich war hier Schülerin, ich war 13 und 14 Jahre alt. Damals, das war, ich glaube auch jetzt, richtig ein Licht in dieser Stadt. Und ich bin sehr glücklich, dass gibt es auch eine Schule, wo die Leute oder wo die Jugendlichen kann wachsen in Verschiedenheit. Schulen für Europa lautet der gemeinsame Name der Schulzentren. Dieser Name ist Programm. Miteinander leben, miteinander lernen. Das prägt für ein ganzes Leben. Also könnte man sagen, unser Motto ist, unseren Schülern zu helfen, dass sie wirklich eigenes Identität, ethnische, religiöse und staatliche zuerst erkennen und dann, dass sie so verschieden, aber im Frieden und Einklang zusammenleben können. Ich glaube, das ist das Höchste, was eine Schule anbieten und erreichen kann. Zusammenleben, Freundschaften knüpfen, egal welcher Ethnie oder Religion man angehört. Renovabis unterstützt die Europaschulen in Bosnien seit 1994. Aber nur durch die Initiative und das Engagement der Menschen vor Ort können die Schulen auch wirken. Für Renovabis ist das übrigens eine der grundlegenden Voraussetzungen. Die Partner vor Ort müssen sich das Projekt zu eigen machen. Und es funktioniert. Diese Schule kann ein Zeichen für die Menschen in Bosnien sein, dass ein respektvolles Zusammenleben möglich ist. Für Emanuela Boric ist diese Schule sogar noch mehr. Jetzt, was ich sage, ist etwas mein persönlich. Ich wirklich glaube, dass dieses Projekt katholische Schule hier in Sarajevo oder in Bosnien und Herzegowina sind richtig ein Gottesplan. Weil ich glaube, dass wir konnten nie so etwas großartig machen, wenn das ist nicht von Gott gesegnet sozusagen. Renovabis wurde auf Anregung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken von der Deutschen Bischofskonferenz gegründet. Seit 1993 hat Renovabis fast 24.000 Projekte in Mittel-, Ost- und Südosteuropa unterstützt. Der Berg der Kreuze, nahe der litauischen Stadt Šiauliai. Ein Wallfahrtsort, aber auch ein Symbol des Widerstandes. Über Jahrzehnte hinweg, während der kommunistischen Sowjetzeit, sind Religion und Glaube als hinderlich betrachtet worden für die Schaffung eines neuen Menschen und einer neuen Gesellschaftsordnung. Sie wurden verfolgt und hart bestraft. Immer wieder wurden hier die von der Bevölkerung aufgestellten Kreuze zerstört und immer wieder wurden sie neu errichtet. Hier steht auch das Renovabis-Kreuz, das 2006 erstmals aufgestellt und 2018 erneuert wurde,
von einer Gruppe litauischer Pfadfinder, zusammen mit Studierenden. Bei Jugendlichen ist dieser Ort und die Wallfahrt sehr beliebt. Immer wieder pilgern Gruppen hierher, um sich zu begegnen, sich kennenzulernen und sich auszutauschen. Über ihr Glaubensleben und alles andere, was junge Leute so umtreibt. Die Zusammenarbeit mit Renovabis ist hier besonders in der Pastoralarbeit für Familien und in der Jugendarbeit sehr lebendig. Denn Jugend ist die Zukunft. Und für mich ist es sehr wichtig zu spüren, welcher Puls ist in der Kirche, in der Jugendwelt. Für unsere Jugend ist es sehr wichtig, zu haben Hoffnung in dieser Zeit, weil es gibt Emigration und sie haben viele Pläne für die Zukunft. Und wir müssen begleitend in ihre Zukunft. Eine gemeinsame Zukunft der jungen Menschen in ihrem Land und in ihrem Glauben. Die Unterdrückung des Glaubens und der Religion hat bis heute tiefe Spuren bei den Menschen hinterlassen. Damit die Kirchen und die Strukturen wieder aufgebaut werden können, brauchen sie natürlich Unterstützung. Renovabis versteht sich als Partner für Projekte und Initiativen, die vor Ort von den Menschen, die hier leben, angestoßen werden. Solche Initiativen, Wallfahrten, Projekte und Sommercamps werden jungen Menschen durch die litauische Kirche angeboten, damit die gute Botschaft für junge Menschen neu erklingt. Sicherlich, dies kann nicht ohne Unterstützung stattfinden. Und wir erfahren immer wieder die Hilfe der Katholiken in Deutschland durch Renovabis. Und diese solidarische Unterstützung lässt uns eine gemeinsame Kirche sein. Die Ostukraine. Jahrelanger Krieg. Mehr als 10.000 Menschen sind bisher umgekommen. Etwa 25.000 Menschen wurden zu Kriegsinvaliden. Zehntausende wurden seelisch verletzt. Wer kann, flieht vor dem Krieg im eigenen Land und der Gewalt. Rund 2 Millionen Menschen haben seit Beginn des Krieges ihre Heimatorte verlassen. Seit Beginn des Krieges im Donbassgebiet engagieren sich beide katholischen Kirchen in der Ukraine, die griechisch-katholische und die römisch-katholische, besonders stark in der humanitären Hilfe für die vielen Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet. Renovabis fördert diese Projekte. Was die Menschen hier brauchen, ist nicht nur medizinische, materielle und psychologische Versorgung. Sie brauchen auch Unterstützung, wieder Eigeninitiative zu entwickeln, um sich selbst zu helfen und auch anderen. Damit sich ihre Lebensverhältnisse stabilisieren und wieder verbessern. Das Projekt der Caritas Ukraine ist hier ein wahrer Gewinn. Dies geschieht zum Beispiel im Rahmen von Beschäftigungsprojekten der Caritas Ukraine, die von Renovabis unterstützt werden. Es ist wichtig für die Menschen in der Ukraine zu wissen, dass sie nicht allein gelassen werden. Man muss nicht weit in die Pufferzone hineinfahren. Schon sieht man zerstörte Häuser. In einem dieser Häuser lebt das Ehepaar Anatoli und Maria Kolowko. Bei ihnen schlug im Schlafzimmer eine Splittergranate ein. Anatoli und Maria befanden sich zum Glück nicht in diesem Raum und wurden so nicht verletzt. Nicht körperlich, aber seelisch. Sie haben Angst. Besonders betroffen vom Krieg und den Folgen sind die Kinder im Osten der Ukraine. In vielen Familien gibt es Tote, Verletzte und Traumatisierte. Tamara ist Sozialarbeiterin in Kramatorsk. Sie arbeitet mit den Kindern. Basteln, malen, spielen, all das steht auf dem Programm. Gemeinsam versuchen sie, schwierige Situationen etwas erträglicher zu gestalten. Here we try to help most vulnerable people and make difference in their life. We do our best. We're really grateful for your support and participation in the fate of my country. Thank you so much. Hinsehen statt wegschauen. Hilfe zur Selbsthilfe.
Die vorgestellten Projekte sind nur einige Beispiele der Arbeit von Renovabis. Das Osteuropa-Hilfswerk lenkt den Blick auf die Situation und die Lebensumstände der Menschen im Osten Europas, die hier bei uns in Deutschland vielleicht allzu häufig keinerlei Rolle spielen. Gemeinsam mit unseren Partnern vor Ort konnten wir in den vergangenen Jahren viel voranbringen. Aber es bleibt auch noch viel zu tun. Viele unserer Partner werden auch auf Zukunft Unterstützung brauchen. Deshalb bitte ich Sie, helfen Sie uns zu helfen. Unterstützen Sie uns durch Ihre Solidarität, durch Ihr Gebet und mit Ihrer Spende. Vielen herzlichen Dank. Musik.